So, liebe Crysis 3 Freunde, Bitwalker ist wieder hier. Ich musste leider feststellen, dass der Nanosuit nicht von irgendwelchen Grippeviren abhält und deshalb ja, hocke ich jetzt zu Hause. Und zur Abwechslung muss ich mal ein bisschen eine Runde zocken, denn nur auf der Couch herumliegen, das geht einfach nicht. Also, sieht sich eh auf der Couch, ich meine, aber ein bisschen ist in der vertikalen, nachdem der Rücken alles schon schmerzt von der Liegerei. Probieren wir es mal in einer Runde. Bin hier jetzt da kurz nach dem Staudamm. Muss noch schön schauen. Ich habe nämlich da ein Sekundärziel, nämlich die Quelle des Seth-Anflugfeuers. Und das ist, glaube ich, dieses da vor mir müsste das sein. Weil da rechts, das ist ja was anderes, oder? Rechts ist ja... Nö, was ist denn da jetzt wo eigentlich? Keine Ahnung. Dringe in das System X-Erntekomplex von Cell ein und schalte ihn ab. Lokalisiere die Quelle des Cells-Angriffs. Aber das ist das I. Gut, da, also gehen wir mal da hin. Gehen wir ein bisschen durchs Gebüsch. So, hopp, hüpft da mal rüber. Ich glaube, die Nanovision da was bringt, ha? Schaut zumindest schon mal nett aus, beziehungsweise. Anflugfeuer untersuchen, genau, was gibt's denn da? Da gibt's was zu finden. Ah, da habe ich hier den richtigen Weg gewählt dann. Daten sammeln. Da hätte ich eine Waschmaschine, brauche jetzt auch gerade nicht. Also ich hoffe zumindest, dass der Nanosuit dermaßen gut beschichtet ist, dass man den nicht waschen muss. Aber wer weiß. Ah, Feinkontakt. Ja, da rührt sie was. Durchkämmt die Gegend. Bringt die Leute an Land. Belebt sie wieder, wenn möglich. Was? Jetzt etwa die Ersten? Ja, das seid ihr. Okay, Profit, bleibt das Primär. So. Ich hab was gesehen. Da wird eingreifen. Oh. Der ist aufmerksam geworden. So schaut's denn aus. Pfeile technisch. Oh, nur einen Pfeil. Oh, wieso gibt's da nicht nur irgendwo was, hä? Ja, da gibt's nichts. Die ganze City hier unter Wasser gesetzt. Tarnfeld aktiviert. Oh, was ist denn da los? Gibt's hier Hirsche? Da ist er her. So, die Frage, was mache ich mit denen? Soll ich den jetzt mit dem Pfeil und Bogen killen da? Oh, so ein Sprengpfeil, da schau her. Jetzt habe ich nichts mehr, gell? Das war's pfeiltechnisch, oder? Nö, da habe ich noch einen. Schau. Einer ist noch da. Hier wurde jemand mit einem Pfeil erschossen. Sachen gibt's, Pfeil, na, wer das wohl gewesen ist, hä? Schau, hier wurde noch einer mit dem Pfeil erschossen. Ah, ich will den Sniper noch mit, na, bitte. So, jetzt werden wir uns da mal da hinten rumschleichen. Boah, die Energie ist schon wieder weg, oder was? Das gibt's ja nicht. Du Hirsch, was der was? Pass auf. Ah, da gibt's noch, da gibt's wieder Zeug. Da gibt's ein bisschen Zeug, schau. Ein Nanosuit Upgrade Kit und dann gibt's Pfeile, jawohl. Was gibt's da? Anflugfeuer untersucht, jawohl. Dann kurz nehmen wir kurz da. Auflösen lassen. So, jetzt kann er wieder da auf Pfeil und Bogen umstellen. Weil ich wieder genug habe, Gott sei Dank. Aber weißt du, jetzt werden wir uns mal anschauen. Wo ist denn das? Wo kann ich denn einen anderen Suit hier upgraden? Wo ist denn das? Da ist das. So. Was gibt's denn da? Wie viele Punkte kann ich denn freischalten? 4 Freischaltungen verfügbar. Was gibt's Neues? Das ist Supertarnung. Ausdauer. Stärkere Bauchgestalt, Lufttritt frei, Smash-Angriff in der Luft. Hm, beeindruckt mich nicht, was haben wir da? Schnelleres Nachladen, EMP-Schutz.
Zeigt feindliche Leuchtspuren an, markiert Gefahren, markiert Sprengsätze. Das ist cool, das schaut man frei. Was gibt's noch da? Das weiß ich schon wieder. So, das lassen wir mal. Was gibt's denn da? Was haben wir denn da? Tarnungsdauer ist länger, das ist auch super, das schaut man auch frei. So, und dann, das belegen wir dann auf B. Genau, das ist ausgewählt. Danke und weg. Das heißt, ja, es müsst ihr alles markiert bekommen, so wie es sein soll. So, hier, ich gehe mal auf die Seite da, ich muss da gerade wieder killen. Ihr habt keine Ahnung, wo ich bin, gell? Schön. Aber Hauptsache, der Hirsch läuft rum. Pass auf, Headshot. Zack! Ja, völlig korrekt, Bursche. So. Luft ist rein. Oh, da schwimmen wir gleich weg. So, wo haben wir denn da? Da haben wir noch ein paar Pfeile rumliegen. Da haben wir noch ein paar Pfeile herumliegen, aber pass auf da drüben. So, kurz mal enttarnen. Und dann den anderen schnappen da. Und zack. So, da gibt es noch Pfeile. Da unten liegt auch noch ein Pfeil. Aber bin eh voll, das ist wurscht. Sonst gibt es noch einen Typhoon gegen Präzisionshammer einzutauschen. Nee. Obwohl, eine Pistole war nett, oder? Jetzt schauen wir, wo geht es denn da weiter überhaupt? Wo müssen wir da hin? Da in die Richtung. Noch 300, noch 400 Meter. Oh, der Untergrund ist ja ganz nett. Aber ich schade, die ganze schöne Gegend da zu... Was ist denn da schönes? Da gibt es auch nichts. Was gibt es da? Einen Weg hinten rum? Nö. Wenn ich mal rauf muss oder so, ha? Huh? Kommen wir da durch? Ah ja, da geht's durch. Ah, da schwimmen wir. Clay, Romeo Actual, hier Romeo 1. Ich sitze hier immer noch fest. Im Lift. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Romeo 1, das muss warten. Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Du hattest recht, Psycho. Sie steht auf dich. Ich fange an, sie zu mögen. Blöd, Mann. Tja, so ist es halt, gell? So, mal schauen, was für Pfeile, dass ich ausgewählt habe. Nein, die richtigen. Das Wasser, das schaut schon gut aus, ha? Huh? Schaut's denn aus, dann haben wir Gegner auch wieder mal, oder was? Kommt da irgendwo rauf, nicht einmal? Kommt da ein bisschen oben ein bisschen herum? Wuseln wäre schon nett. Ich meine, da unten schaut es auch gut aus, aber irgendwie. Nö, da geht's aber nicht rauf. War egal. Ich schau mal gerne die Gegend da unten an, das ist ja kein Thema. Weil man sieht so gut aus, was nicht Romeo 1, ihr Primärziel ist in Sicht. System X ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau untergebracht. Aber das Kontrollsystem ist direkt über Ihnen. Sie müssen da irgendwie rauf. Hallo, Eichhörnchen.
Ja, ich musste irgendwie rauf. Die Frage ist, was gehen wir da außen rum? Was ist der für Weg? Wo geht's da hin? Ah, jetzt zumindest mal. Da gibt es zumindest mal was zu holen, zum Suchen. So, pass auf. Jo. Hier fahren wir da entlang. Kontrollpunkt erreicht. Na bitte, das schaut schon mal gut aus. Was ist da? Minen. Wir fahren da raus, schon mal einen Blick riskieren. Romeo 1, die Lage ist kritisch. Cell betreibt den Nexus ohne Energie für die Stabilisierungsmatrix weiter. Er könnte jeden Moment implodieren. Wir starten Operation Jackhammer. Bringen Sie den Energieausstoß unter Kontrolle, damit System X abgeschaltet werden kann. Roger. Och mal, was auch immer System X ist. Beziehungsweise... System X abschaltet! Sind so. Wir tot! Dann machen uns die Rebellen fertig! Und ihr wisst, wie sehr sie sich rächen wollen. So, ist das nett, wenn wir da die Minen hacken? Na komm. Das geht jetzt aus. Hacken. So, die Minen gehören jetzt mal mir, beziehungsweise arbeiten für mich. Das ist schon mal schön. Was haben wir da oben? Feuersystem. Ah, da muss ich noch ein bisschen hin. Da müssen wir ein paar Meter hinschaffen. Pass auf. Brauche ich denn noch? 5 Meter zu weit. Jetzt kann ich hacken, oder? Jetzt kann ich hacken. Jawohl. So. So. Können wir kurz enttarnen. 31 Meter zu weit weg, das Teil. Na, wird spannend da reinzukommen. Das schaut schon mal sehr imposant aus. Nicht mehr zu weit weg. Los, findet den Kerl! Was findet den Kerl? Wieso kann ich da bin? Oh. Dann muss ich das nochmal hacken oder nicht? Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Ob die. Bleibt es dann für mich? So, da unten habe ich keinen Gegner mehr, oder? So, die Pfeile holen wir uns wieder. Hilfe, was denn? Wegen was denn? Was brauchst du denn für Hilfe? Da müssen wir wieder auf die Knarre umschalten. So, warte, was haben wir da für Knarre mit? Da gibt es keinen Schalldämpfer. Und bei der Sniper habe ich schon einen Schalldämpfer. Am Erntekomplex melden. Soll ich jetzt über den normalen Zugang reingehen? Ha? So, schauen wir mal, was passiert, wenn ich das jetzt aufmache da. Alle Mann vorrücken! Bleib mal ruhig stehen. Deine Tarnung rettet dich auch nicht, Arschloch! Doch, die Tarnung, die rettet mich sehr wohl.
brauchst gar nicht so vulgär werden. Es ist so. Oh, oh, oh. Die haben mich sofort auf dem Kicker da. Ja, der ist natürlich jetzt nicht schlau gewesen, ne? Was gibt's denn da? Gibt's denn jede Menge Zeug? Was denn das da ist? Jetzt schauen wir, ob es irgendwo anders einen Weg gibt. Ha? Schauen wir, ob es irgendwo rundherum geht. Bitte, da ist irgendwas. Was ist denn da? Oh, jetzt mein Datenspeicher. Na bitte. Haben wir schon was gefunden? Das ist nett. So. Was bist du eigentlich? Eine Mine? Wieso kann ich nicht hacken? Jetzt kann man es hacken. So, pass auf. Komm. So, Mine außer Betrieb. Super. Oh. Die Frage ist nur, wo muss ich eigentlich hin? Vermutlich enttarnt, das ist richtig. Ah, jetzt Sprengstoff. Ja, Verstecken spielen ist, glaube ich, ganz gut. Da kommen wir dann auch rauf. Was auf, gehen wir noch rüber. Was ist denn das überhaupt da? Sicher irgendwelche Sperren oder so. Was machst denn du da? Da hockt im Wasser. Für was soll denn das gut sein, ha? Huh? Wird auf mich geschossen. Der da oben. Heul nicht rum. Was ist denn der? Abhauen, hüpf runter, hüpf runter! Ah. Blödheit siegt. Ja, absolut peinlicher Tod ist gewesen da jetzt. Ha? Mann, oh Mann. Ich wollte jetzt ganz lässig das rum, den Hecken und dann räumt alles auf und so. Nee. So, bin ich jetzt wieder. Ah, da bin ich. Jetzt geht die Tür auf. So, das mal weg. Ja, wir sind schön auch drei ausschalten, die Burschen. So, mal weg, so. Oh, MP-Granaten. Oh, oh, oh. Ah, zwei. Ja, bin ich da, nur keine Angst. Nur keine Angst. Komm her. Und tschüss. Ich
Das geht überhaupt wieder da oben rum. Haben wir das den Tannen? Ja, wo ist er mal? Dürfte eigentlich keiner sehen da, ne? Was bist du da eigentlich? Benzinleitung, ah, verstehe. Das kann ich sprengen oder kann ich entzünden, faktisch. Da muss man um die Typen noch kümmern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist die Munition leer, das darf aber nicht wahr sein. Wie viel Schuss hat denn die Knarre? So, was ist der nächste? So eine Visier drauf. Blöd, das brauche ich. Ja, das brauche ich eindeutig. So geht das. Was ist das mit Feinkontakt? Da ist noch einer, da läuft der andere rum. So, zeig dich. Oh, jetzt kommt er darüber. Jawohl, komm zu mir, komm zu mir. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Prophet! Ich brauch mich nicht ewig verstecken, das reicht ganz kurz, ne? Na klar, tarn ich mich, ich bin ja nicht blöd. So, next one. Willst du Verstecken spielen? Komm raus! Ah, da kommt noch jede Menge Nachschub, na Gott sei Dank. Soll er nicht langweilig werden? Ist ja peinlich, ist ja peinlich. So. Check die Gegend, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Los, los! Die Granate ist genau gar nicht gezogen. Der zweite, schauen wir mal, ob ich das da runterschmeiß. So, wo ist er jetzt? Pass auf, was passiert, wenn er nicht so sprengt? Mist! Fliegt mir so in die Luft da. Ah, ist nur so Leitung, muss. Ah, verstehe, wo das ist. Nur so der Rauch raus, also das Ding rauskommt. Halt, wer ist noch? Ist da jetzt geschützt und da kommen noch mehr Leute, jawohl. Den müsste man hacken da drüben. Vorwärts und haltet die Augen offen. Tja. So. Mach ich doch glatt. Eieiei, zweigeln wir ordentlich da. Also, sie geht mir auf die ganz andere Seite rüber. Wo ist einfach komplett von drüben, nachdem da ist, so viel Action ist. Hauen wir den einfach mal ab. So, sammeln wir uns geistig ein und machen dann im nächsten Teil weiter.